Mein Name ist Niklas Ginter, ich bin der Bruder von Matthias und bin 27 Jahre alt, komme aus Freiburg. Sehr schön, schön, dass du da bist. Sag mal, als du klein warst, wie kam es zum Fußball? Habt ihr zu Hause, also kam es von zu Hause her, dass Fußball ein Thema war, oder hast du vorher Karate gemacht oder irgendwas? Nee, also eigentlich als erstes, was man so nach dem Laufen machen konnte, ist irgendwie gegen den Ball getreten zu haben. Und mein Vater hat Fußball gespielt, war damals schon Trainer. Und dementsprechend war die Verbindung relativ nah zum Fußball. Und ja, die Anfänge direkt vor der Haustür im Hof. Genau. War das so ein leichter Plastikball, oder? Genau. Leichter Plastikball gegen das Garagentor. Genau. Wie man es kennt. Nee. Und irgendwann gab es den harten Lederball und dann gab es die Ball? Ja, der harte Lederball dann eher auf dem dorfeigenen Sportplatz. Und ja, zu Hause Plastikball. Das fand der Nachbar dann auch besser. Mussten die Eltern drauf achten. Okay. Als du dann angefangen hast, fest zu spielen, war das dann auch klar, dass der Bruder auch gut spielen würde? Oder habt ihr irgendwie auch andere Interessen da gehabt? So. Hast du was anderes ausprobiert in Sportarten auch? Ich habe mal Tennis ausprobiert. Hätte es auch gern weitergemacht und meine Eltern haben dann gemeint, ich soll mich doch bitte für eins entscheiden, entweder Fußball oder Tennis, und bin dann zum Fußball. Mein Bruder war so, der hat auch mal Handball ausprobiert, weil meine Mutter relativ hoch Handball gespielt hat. Da dann das Gleiche, Fußball oder Handball, und da ich dann Fußball gespielt habe, wollte er dann auch unbedingt Fußball spielen. Also hat er sich da schon ein bisschen an dir orientiert? Ja, auf jeden Fall. Klar, er wollte dann immer mit mir spielen, mit meinen Freunden. Hast du ihn gelassen? Ja, doch. Meistens schon. Ihr habt ja schon ein paar Jährchen, und wenn man ja jünger ist, dann fällt es ja noch mehr auf, oder nicht? Es fällt auf, ja, aber ja, vielleicht ist es auch gerade das, wo er dann einfach einen Schritt vorne war, weil er immer mit 4 Jahre älteren Jungs gespielt hat und sich da wehren musste sozusagen. Und ja, also mitspielen durfte er. Wart ihr immer eine Einheit? Ja, definitiv. Also von klein auf schon und sind es jetzt immer noch. Hattet ihr Poster im Zimmer hängen von Fußballern, die ihr Ja, jede Menge. Also bei mir, ich war eher so Richtung Arsenal London affin. Bei ihm war es eher Manchester United. David Beckham war so damals sein. Aber trotzdem beide die englische Liga. Ja, also klar, der Heimatverein ist der Freiburg King auch an der Wand. Dann ging es aber relativ früh dann auch Richtung England, ja. Okay. Aber es ist schon interessant, oder beide Brüder, er hätte ja auch einen anderen spanischen Italiener. Stimmt, stimmt. Also bei ihm war es eher so diese Person David Beckham, die damals auf seiner Position gespielt hat. Und ja, also er war dann auch Dortmund-Fan, das hing dann auch im Zimmer. Bei mir ist es bei Freiburg geblieben. Und eben die Affinität mit dem englischen Fußball kam schon relativ früh. Okay. Und für dich selbst, war das alles, was dir wichtig war, als du jung warst? Es war schon der Lebensmittelpunkt, ja. Also direkt von der Schule heimkommen, schnell was gegessen und dann raus mit Freunden. Das war schon so ja, das Haupthobby, sag ich jetzt mal. Ja. Okay. Habt ihr besondere Spitznamen füreinander? Nee, also eigentlich nicht. Alle nennen ihn eigentlich Matze, so die Abkürzung von Matthias. Bei mir war es oft dann im jüngeren Jahr Niki, also ja, so die süßere Variante von Niklas, würde ich mal behaupten. Aber du hast ein neues Niki-T-Shirt. Ah, okay. nee, aber inzwischen, ja, Bro oder sowas halt, aber das richtige Spitznamen nicht mehr. Oh, seid ihr ein Gangster? Ja, doch. So ist er auf dem Handy eingespeichert, ja. Bro. Mhm. Schön. Wie würdest du eure Beziehung bezeichnen? Sie sehr eng. Vertraut? Ja, also er war, als er in Freiburg dann schon Profi war, hat er auch noch zu Hause gewohnt. Als er dann weggezogen ist nach Dortmund, war ich sehr, sehr oft oben, also eigentlich wöchentlich. Jetzt inzwischen ist es so, dass wir uns einmal im Monat sehen. Und ja, aber es ist sehr eng. Also wir haben alle 2-3 Tage Kontakt, telefonisch oder WhatsApp. Und wenn er was hat, dann meldet er sich schon bei mir als auch und andersrum auch. Und ja, wir sind ja dann auch noch neben der privaten Verbindung auch geschäftlich miteinander verbunden, sozusagen. Weil ich jetzt seit
zwei Jahren auch ihn in einem Team mit zwei weiteren Beratern zusammen berate. Genau. Geil, dann hast du natürlich auch die besten Absichten, oder? Ja. Aber es ist, man kann es nicht als Job bezeichnen, weil viel zu viel Herzblut dabei ist. Ist dann auch, wenn was weniger Schönes passiert, nimmt man es dann auch anders auf? Klar. Also er ist Gott sei Dank verschont geblieben von größeren Verletzungen bisher, toi toi toi. Aber wenn es mal nicht läuft, wenn mal ein Eigentor passiert oder so, das ist, ja, geht einem sehr nahe. Eigentor ist so wahrscheinlich the worst case. Als Abwehrspieler, ja. Es geht einem dann schon auch nahe, wenn man ihn dann sieht. Und wie geht man damit um? Wie kann man jemanden, ich meine, der Druck ist ja wahrscheinlich eh ziemlich groß. Wie geht man damit um? Wie kann man ihn dann auffangen? Ist es dann eher gar nicht drüber reden, ablenken, ins Kino gehen, ein Eis essen? Oder? Unterschiedlich. Also so die Jahre über hat sich so entwickelt, dass er sich von sich aus meldet, wenn mal ein Missgeschick passiert ist oder wenn mal was nicht so funktioniert hat. Und ich mich dann eher zurückhalte, wenn mal was nicht so war. Aber er weiß, dass er sich dann melden kann und tut es dann auch in der Regel. Aber es kann sein, dass es eine halbe Stunde nach Abpfiff passiert oder erst am nächsten Tag. Also das liegt dann an ihm. Fühlst du dann so richtig doll mit? Ja, also egal, ob es jetzt der Weltmeistertitel 2014 war oder ja, wenn es nochmal in einem Bundesliga Spiel. Bist du da nicht gereist? Wir waren in Rio, ja, meine Eltern und ich. Ja. Wir sind zum Finale erst hin und dann auch danach wieder zurück. Also eine Nacht. Aber ich meine, das hat sich gelohnt, oder? Klar, also es ist war eher überraschend, dass er damals dabei war, auch 2014. Und dann haben wir so aus Spaß gesagt, weil das 7:1 Halbfinale gegen Brasilien war an meinem Geburtstag. Und dann haben wir das zusammen geschaut und dann haben gesagt, okay, wenn sie gewinnen, dann müssen wir nach Brasilien. Und das haben wir dann auch getan und haben eine Maschine genommen. Und ja, die Emotionen und das Highlight war natürlich für die ganze Familie. Redet ihr da oft drüber? Also ich meine, ihr wart so kurz da. Das ist so kurz. Mhm. Also man hat ein bisschen gebraucht, um das erst einmal zu verarbeiten, er auch, aber dann hat man schon drüber gesprochen, was eigentlich in den 4 Wochen passiert ist. Aber dann war es auch relativ schnell wieder abgehakt. Also klar, wenn man Bilder sieht oder wenn man Rückblicke sieht, dann klar kommt wieder alles so hoch, aber dann ging's weiter. Also auch von Freiburg dann nach Dortmund gewechselt und dann kam das nächste Event und ja. Was bedeutet das für dich oder für deine Eltern, sowas in der Familie zu erleben? Das ist schon wichtig, euer Familienzusammenhalt. Absolut, also meine Eltern sind versuchen auch relativ viele Spiele dann von ihm auch live zu sehen und ja, sind natürlich enorm stolz auf ihn und klar, die sind noch nervöser, wenn er als spielt, im Vergleich zu mir. Ja. Da kommt auch nie, so die Liebe von Eltern, da kommt auch nie so, ich will keinen Fußball mehr sehen. Also. Ja doch, die Mama hat es dann schon nochmal schon noch mal erwähnt, weil ich dann auch beruflich im Fußball bin, also ist dann auch mal zu Hause wird dann auch mal nicht über Fußball gesprochen. Es gibt dann andere Themen. Aber klar, es dreht sich bei beiden Söhnen um Fußball und kommt man nicht drum rum. Wie war das für dich damals? Also ich habe gelesen, dass du einen Kreuzbandriss hattest. Mhm. Hatte ich auch, kenne ich. Unangenehme Erfahrung. Okay. Wie lange warst du aus dem Gefecht gesetzt? Und wie war dein Gefühl nach der Verletzung? Also hattest du das Gefühl, du konntest deinen Körper genauso einsetzen, wie du ihn vorher einsetzen konntest? Ich hatte schon dann immer im Hinterkopf, dass das, was passiert ist. Ich habe knapp ein Jahr gebraucht. Man muss dazu sagen, dass die fußballerische Karriere damals dann auch schon beendet war. Also es ist zu einem Zeitpunkt passiert, wo es nicht mehr ja, entscheidend war. Also es war dann eher so regionales Niveau. Aber klar, eine Verletzung ist dann nie schön. Und deshalb hoffe ich einfach, dass ich so ein bisschen das Verletzungspech hatte und er gesund bleibt. Ja, und dann ist auch alles okay. Als er kleiner war und du so angefangen hast, du hast ja dann schon auch mal ein Jahr drüber, also oder so, hat er da mitgefiebert und war so, oh, wo geht's hin oder so? Ja, also wenn es die Zeit zugelassen hat, hat er dann mein Spiel geschaut und ich seine. Er war damals, als ich an der U19 war, war er in der C-Jugend und hat mal also beide beim SC Freiburg und hat man schon versucht, dass man die Spiele des anderen sieht. Und ja, also
er war immer dabei und ich erinnere mich dann auch an, mit U19 haben wir einen DFB-Pokal gewonnen mit dem SC Freiburg, da war er dann auf der Tribüne und hat mir zugejubelt und ja, ein paar Jahre später war es dann andersrum. Habt ihr auch mal gegeneinander gewettet? Ja, so kleinere Wetten, aber jetzt... auch für ein Eis oder... Ja, klar, wenn man dann zusammen Fußball schaut, also dann... Und wer gewinnt und sagt, ja, das eine, das andere, muss wetten mal Abendessen oder sowas, ja. Das heißt, war der Abschied für dich schwer vom Fußball? Spielst du immer noch manchmal so ein bisschen Freizeithecken? Nee, ich spiele gar nicht mehr. Dass man da so... Ja, also... Was mir fehlt, ist das Leistungsniveau. Der Leistungsgedanke, der fehlt mir schon. Was mir dann nicht mehr gefehlt hat, war dieses, sagen wir mal, regionale Kicken. Das fehlt mir nicht. Wenn ich Spiele schaue, dann fehlt es mir schon, dann mal sich mit dem Besten zu messen. Also eher dieses, okay. Ja. Damals auch Nachwuchsleistungszentrum Freiburg. Wenn ich da A-Jugendspiele sehe, dann, ja. So ganz fair betrachtet, habt ihr beide einen Unterschied zwischeneinander gespürt? Hast du klar gemerkt, so, hey, der wird mich vielleicht nochmal überholen oder er hat ja wahrscheinlich die erstmal aufgeschaut, so, wie es einfach meistens ist. Hast du was Besonderes in ihm gesehen? Also man hat bei ihm relativ früh gesehen, dass es das Talent vorhanden ist und dass eine andere Physis auch da ist. Er ist deutlich größer als ich, deutlich athletischer und war immer in seinem Jahrgang der Größte und hat man schon ahnen können, dass es mal relativ weit gehen kann und dann vor allem mit 16, 17 hat er einen enormen Schub nochmal bekommen und dann hat man schon gesehen, okay, könnte echt was werden. Dann ist er zwei Tage nach seinem 18. Geburtstag, hat er sein erstes Bundesligaspiel gemacht und dann war es, ja, damals was klar. Hat eure Mama euch vorgestern mit der großen Schlagzeile? Ist das dein Lieblingsessen? Also seins ist Apfel, Pfannkuchen mit Apfelmus, also was ganz Kindliches eigentlich. Bei mir ist es eher so Richtung Lasagne. Aber ja, Ernährung war ein großes Thema und meine Mutter hat schon sehr darauf geachtet, dass wir uns gut und gesund ernähren. Das ist interessant. Und beruflich, was machst du jetzt? Wie ist dein Weg zu dem, was du jetzt machst? Du bist ja auch im Sport tätig. Genau. Wieso hat man Fußball und nicht auch beruflich gehabt? Wäre ja auch gut. Es gibt ja unendlich viele Berufe. Also ich habe dann ein duales Studium Sportmanagement absolviert und hatte dann das Glück, einen Praxisbetrieb im SC Freiburg zu haben. Also mein Club eigentlich. Die haben mich aufgenommen als Azubi sozusagen. Und dann habe ich halt dort die ganzen Abläufe kennengelernt im Verein und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, dass ich auch mich auskenne, Fachwissen habe und habe dann nochmal bei Borussia Mönchengladbach gearbeitet, da wo er jetzt ja auch spielt. Und so bin ich dann quasi in die Spielerberatung gekommen. Und ja, seit kurzer Zeit bin ich auch noch Dozent an der Hochschule. Was unterrichtest du? Sportconsulting, also quasi mein täglich Brot unterrichte ich. Und du hast dann auch wahrscheinlich das Gefühl, dass du, weil du selber Spieler warst, besser beraten kannst, weil du Gefühle besser hast, bist du empathisch? Ich glaube schon, ja. Also ich glaube schon, dass ich weiß, worauf es ankommt, gerade in jungen Jahren. Klar, ich habe nie vor 80.000 gespielt, aber ich weiß, wie es ist, wenn man Rückschläge hat, ich weiß, wie es ist, wenn man verletzt ist. Weiß aber auch, wie es ist, wenn man mal einen Titel gewinnt. Von dem her glaube ich schon, dass ich das den nicht nur meinem Bruder, sondern auch den anderen Spielern mitgeben kann. Das ist schön. Noch besser, ja, kann ja noch viel passieren. Gibt es irgendwelche Wünsche für die Zukunft? Oder noch Ziele? Also ich meine, wenn du ihn auch berätst, habt ihr irgendwas amüsiert, was zeitnah ist? Nee, zeitnah nicht. Also ja, das ist jetzt im Sommer zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Klar, schwer, oder? Nee, also er hat drei schöne Jahre, aber auch drei intensive Jahre in Dortmund und wollte einfach eine andere Rolle in einem Club einnehmen. Okay. Und ich denke, dass das der absolut richtige Schritt war. Und das Wichtigste ist, dass er gesund bleibt. Er ist ja erst 24, auch wenn er schon so lange im Geschäft ist. Aber ich denke, dass ihn schon auch mal vielleicht das Ausland reizen könnte. Dann die englische Liga? Gehe ich schwer davon aus, ja. Also schon mal ausschauen? Nee, noch. Also wir sind im ersten Vertragsjahr und
Ja, also aktuell nicht. Aber ich gehe davon aus, dass er schon mal andere Kultur kennenlernen möchte, in einer anderen Liga spielen möchte. Deshalb kann es schon passieren, ja. Ich habe irgendwo gelesen, dass er sehr meinungsstark ist. Mhm. Würdest du das unterscheiden? Ja, ich würde sagen, dass er sich das angeeignet hat. Also mit so den letzten ein, zwei Jahren hat er auch eine Persönlichkeit her, eine Entwicklung genommen, seine Meinung dann auch zu äußern, auch öffentlich. Und deshalb, ja. Und jetzt gibt es eine Stiftung. Ja. Das ist wahrscheinlich auch fürs Herz ein schönes Gefühl, weil man auch bereit ist, die Verantwortung, die man in einer bestimmten Position hat, zu tragen. So. Habt ihr da zusammen drüber gesprochen? Wie hat sich das entwickelt? Ja, kam so, dass die Kinderklinik Freiburg einen Neubau plant und sie quasi Unterstützer gesucht haben, die Werbung machen. Und wir das so als Projekt vor 2 Jahren in Angriff genommen haben und dann auch ja in der aktuellen Kinderklinik live vor Ort waren und die Zustände gesehen haben, wie die Kinder dort leben. Und so hat sich das dann entwickelt, dass Matthias dann von sich aus gesagt hat, er würde gerne benachteiligten Kindern helfen. Und deshalb hat er sich relativ früh schon entschieden, eine Stiftung zu gründen. Wenn man selber, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn man so Sport machen kann, dass man, wenn man selber nicht benachteiligt ist, ist es schon trotzdem etwas Besonderes, wenn man den Blick dafür entwickelt. Also ich glaube nicht, dass es ein Automatismus ist, dass wenn es mir gut geht, gucke ich ja nicht direkt mehr. Nee, aber ich glaube, dass wir so erzogen wurden, dass wir egal mit welchen Vorzügen er lebt, dass wir das versuchen, ja, trotzdem die gleichen Personen zu bleiben und dass man einfach versucht, was da abzugeben. Und das war ja auch sein Gedanke. Gibt einem vielleicht mehr manchmal so ein Danke oder so ein Lächeln von so einem kleinen Kind als ein Applaus nach dem Tor? Wahrscheinlich nicht, oder? Müsste man ihn jetzt fragen, aber also für mich war es jetzt, aus meiner Sicht gesprochen, schöner dann die Kinder zu sehen, die an Krebs leiden, denen Lachen zu bereiten, wie wenn man jetzt einen Transfer abschließt oder so, das ist natürlich was viel, viel Tolleres und sind schöne Projekte, die wir da haben. Und du bist da auch immer mit dabei? Also bei der Kinderklinik Freiburg war ich dabei und jetzt bin ich auch im Stiftungsteam und werde dann bestimmt auch das eine oder andere Projekt ankurbeln. Seid ihr die Söhne der Stadt, ja? Ja, eher, würde ich jetzt mal sagen, ja. Also, du noch auch? Ja, eher so im Hintergrund. Aber ist ja auch. Gibt es irgendwas, was dich besonders mit deinem Bruder verbindet? Hat er dir manchmal Klamotten aus dem Schrank geklaut? Hat ihr einen Song, den nur ihr beide liebt und wo ihr beide dazu im Auto seid und schreit, singt? Oder? Also weder Song noch Kleider klauen, ehrlich gesagt. Konsolen? Klar, die Playstation ist auch immer heiß gelaufen. Hatte er auch das größere Talent, leider. Also ich habe ein Tattoo mit seinem Geburtsdatum. Das verbindet uns so ein bisschen. Hat er auch? Er hat keins, ne. Aber ich bin ja schon lange her, ich glaube 6, 7 Jahre jetzt. Einziger Bruder, gutes Verhältnis und das war damals so eine Idee und er hat sich noch mehr drüber gefreut, als ich dann letztendlich, als es da war. Das ist süß. Ich glaube auch, dass wenn man der ältere Bruder ist, dass man dann nochmal mit so einem liebevolleren Blick schaut, oder? Klar, Aufpasserfunktion so und man schaut dann schon, was der Kleinere macht, auch wenn er größer ist, aber der Jüngere, sag ich jetzt mal. Aber auch da mal ein großes Dankeschön an dich, dass du so einen Support, ich meine, hinter so einer Karriere steckt ja meistens auch die ganze Familie, oder nicht? Absolut, also gerade meine Eltern, die ihn da täglich ins Training gefahren haben und von der Schule abgeholt haben. Und dich ja auch. Mich ja auch, wobei ich ja dann schon quasi eigenständig war und selbst im Auto ins Training fahren konnte und er halt jeden Tag quasi gefahren werden musste. Kannst trotzdem mal sagen, Mama, Papa, danke, dass ihr uns immer gefahren habt. Mama, Papa, vielen Dank für alles, egal ob die ganzen Fahrten oder eure Unterstützung und deshalb sind wir jetzt da, wo wir sind. Sehr schön. Das
Sehr gut. Und dann kannst du nochmal einen Wunsch aussprechen, was du Matthias für die WM wünscht. Haben wir schon über Russland gesprochen? Dann machen wir das nochmal kurz. Wirst du in Russland sein? 100%? 100%ig nicht. Klar, ich mache es davon abhängig, ob er letztendlich im endgültigen Kader ist. Aber wenn er dabei ist, bin ich auch dabei. Ja. Also zumindest ein Gruppenspiel habe ich vor und dann je nachdem, wie weit es geht, vielleicht nochmal nach Russland zu fliegen. Neugierig auf Russland? Total. Warst du schon da? Nein, völlig unbekanntes Land. Dann einmal nochmal deine Botschaft an ihn. Kannst jubeln, schreien. Kleiner Bruder, ich wünsche dir für die WM alles Gute, dass du vor allem natürlich gesund bleibst und dass du zeigen kannst, was in dir steckt und du dich gut ins Team integrierst mit natürlich dem großen Wunsch, den Titel von 2014 zu verteidigen. Vielen Dank, dass du da warst und gerne da bist und alles Gute auch für dich und deine Träume. Vielen Dank.